Hallo zusammen, mein Name ist Karo7 und herzlich willkommen zu Let's Play Factorio und es geht direkt weiter. Wir waren gerade dabei, die Eisenproduktion etwas aufzumotzen und im Zuge dessen mussten wir halt auch die Kohleproduktion aufmotzen und müssen eigentlich jetzt alles mal ein bisschen aufmotzen. Das ist alles ein bisschen zu klein hier. Wir brauchen wesentlich mehr Materialien. Hier hat nämlich noch gar keinen Strom. Ich denke, wir produzieren auch nicht genug. Dann erklärt das einiges. Energieproduktion, noch ein Steam Engine. Das ist schon der dritte seiner Art, den wir hier oben dann hinstellen. Da geht die Temperatur direkt runter von den Kollegen. Das heißt, zwei neue davon. Stellen wir das hier mal eben direkt ab. So, Kugelschaden 1 ist erforscht. Sehr schön. Kugelschaden 2 kann ich nicht, aber Kugelfeuerrate. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen bewappnen, um den Gegnern der Herr zu werden. Das ist fast schon so, als könnte ich jetzt direkt den nächsten hinterherziehen. Dann machen wir das auch direkt mal. Energieproduktion kann ich mir nicht leisten, weil ich Eisen brauche. Wofür braucht man hier eigentlich nicht Eisen? Das ist ja echt extrem. Aber guck mal an. Wir haben Eisen. Dann machen wir jetzt mal direkt zwei Stück. Ein bisschen Puffer zu haben. Aufräumen hier und den da auch wegräumen. Na. So. Dann haben wir jetzt erstmal wesentlich ausreichenden, eine gut ausreichende Energieproduktion. Erhöhen dann jetzt weiter die Kohleproduktion. So langsam wird es relevant. So, und den hier auch weg. Und dann können da zwei weitere Erzförderer hin. Der Baum kommt weg. Und jetzt produzieren wir auf einmal wesentlich mehr Kohle. Das ist schön. Jetzt kann ich mich dann eigentlich auch mal den ganzen Kram aus meinem Inventar da noch wegräumen. Stimmt, ich könnte einen Half-Output-Inserter mal dahin stellen, weil wir haben ja einfach einen. Stellen wir die Truhe dahin. Dann der Half-Output-Inserter. Und ihr seht, der packt das dann auf das vordere Feld. Das ist der Vorteil des Half-Output-Inserters. Und jetzt produziere ich nämlich hier noch ein bisschen Kohle und der Inserter, der schiebt dann mal einfach die 200 Kohle, die ich da noch hatte, zurück. Sodass wir hier mal den ganzen Kram ans Laufen bringen. Ja, jetzt ist der nämlich auch mal gefeuert und der hier produziert auch.
Der produziert noch nicht. Ich muss ja gleich auch noch Inserter bauen. Knick am Roboter. Ja, elektronischer Schaltkreis. Elektronische Schaltkreise sind sowas, was man nachher im Spiel einfach nur noch hasst. Weil, das ist einfach zu viel. Man darf davon nachher so dermaßen viel produzieren. In blöden elektronischen Schaltkreisen. Ja. Eisenplatte, Kupferkabel. Genau, dann haben wir ein so ein Ding, was Kupferkabel produziert. Und ein so ein Ding, was dann hier die produziert. Und wow. Packen wir das Ganze erstmal hier in eine Kiste rein. Produzierst du mir mal ein paar von denen. Strommast. Genau. Die produzieren hier auch, also die forschen schön. Könnte man ja jetzt eigentlich nochmal ein bisschen auf Jagd gehen. Ne? Boah, das sind so viele, ey. Das ist ja echt brutal. Ballern wir hier die Munition. Geh schon drauf, du scheiß Nest. Bisschen mehr Munition und da kann ich jetzt dann auch mal weitere Eisenplatten. Ich könnte jetzt hier die Munitionsproduktion automatisieren. Weil ich meine, wir produzieren ja jetzt genug Eisen. Sieht für mich zumindest so aus. Und dann können wir hier das Ganze mal automatisieren. Zack und zack und zack und zack. Machen wir anders, machen wir so. Dann bringt er mir das hier rein. In diese eine Kiste da. Kugelfeuerrate erforscht. Sehr schön. Jetzt schießen wir noch ein bisschen schneller. Dann machen wir doch mal Automatisierung 2.
Ihr produziert Munition. Der produziert hier ohne Ende Fließbänder. Das ist echt, also produziert Fließband wie ein Fließband. Hahaha. Boah, was für ein schlechter Wortwitz. Meine Fresse, ey. Der war ja grausig. So, 46 Munition wieder. Jetzt habe ich nämlich noch eine bessere Feuerrate hier. Guck mal an. Wieder 12 Munition. Das läuft ja jetzt wie im Schnürchen hier. Also die Eisenproduktion ist auch jetzt erstmal ausreichend. Und vor allen Dingen auch Kohle. Ja, das sieht gut aus. Langsam läuft das hier halt. So, also ich produziere jetzt ausreichend für die... genau. So, und dafür brauchen wir den Assembler 2 und den erforschen wir gerade über Automatisierung 2, den da. Montagemaschine 2. Der kann dann nämlich, also der hier, der kann nur 2 Items verarbeiten. Das Problem ist, wenn wir so einen Knickarmroboter brauchen, der braucht 3 verschiedene. Der braucht Eisenplatten, elektronischer Schaltkreis und Zahnrad. Und deswegen muss man da halt ein bisschen gucken. Dann brauchen wir... Zahnradproduktion und elektronische Schaltkreisproduktion. Also ich brauche eine Produktionskette für Kupferkabel. Jetzt haben wir da. Gehen dann hier rüber. Und dann kriegt der da seinen Kupfer-Input. Jo, Automatisierung 2, perfekt. Werkzeuggürtel, Laboreffizienz. Was könnte ich denn jetzt noch erforschen? Guck mal, Kugelfeuerrate. Ach du Kacke, da brauchen wir 100 Science Packs für. Machen wir das erstmal. So, das jetzt richtig sehe, geht dann hier ein Ofen, den gibt es hier, also könnte ich hier auch so ein Teil hinstellen. Ein Splitter. Teiler Fließband. So, dann wollen wir mal sehen, was der hier dazu sagt. Genau, und dann hat die Kupferproduktionskette jetzt direkt was zu tun, wie man uns schwer erkennt. Das geht dann jetzt erstmal dahin. War natürlich viel zu weit. So, der produziert mir die Kupferkabel. Was brauchen wir dafür noch? Eisenplatten. Das wäre eigentlich fast sinnvoll. Ich nehme hier einen Half-Output. Den da. Den
Und jetzt schiebt er mir das hier auf den vorderen Teil. Dann kann ich nämlich einfach hier das ein bisschen weiterziehen. Nach diesen. Und leite mir von da unten irgendwo Eisenplatten hoch. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Da brauche ich hier ein Unterschuss und dafür brauchen wir Eisenplatten. So, jetzt haben wir erstmal, glaube ich, genug. Ja, über 200 Stück. So, das heißt, ich mache mir hier einen Durchbruch. Da kommt dann auch noch mal ein unterirdisches. Wo ich dann einen Teiler und ein unterirdisches brauche. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hallo Teiler. Und ein unterirdisches. Jetzt werden da Eisenplatten hochgeleitet, die dann hier auf den Output gesteckt werden, und der Half-Output-Inserter schickt das dann nur auf den vorderen Teil, also auf den anderen Teil jetzt, wo eben keine Eisenplatten sind, und damit habe ich da jetzt kein Problem. So, das heißt, er produziert mir hier jetzt diesen Scheiß. Gucken wir, ist er denn schnell? Ja, sonderlich schnell ist das Ding nicht. Könnte man mal noch ein bisschen verbessern, ne? Haben wir da mal noch einen und noch einen. Also noch einen inserierenden. Und noch einen rauspustenden. Sehr schön. So, daraus produzieren wir dann jetzt elektronische Schaltkreise. Das machen wir in zwei Fabriken, oder machen wir das in, ja, das machen wir in, ja, in zwei Fabriken, die bis dahin jetzt erstmal outputten. Baum. So, und jetzt haben wir hier elektronische Schaltkreise drin. Die machen wir dann so, und jetzt machen das beide. Was brauchen die denn dafür eigentlich? Drei Kupferkabel, eine Eisenplatte. Okay, die sind nicht permanent ausgelastet. Produzieren wir doch mal ein paar schnelle Roboter-Tots. Zack. Schon läuft das Ganze wesentlich besser ab. Und jetzt habe ich elektronische Schaltkreise. Und die brauche ich für die Knickarmroboter. Da brauchen wir auch noch Zahnräder für, und für die Zahnräder brauchen wir Eisen. Ich würde sagen, das splitten wir uns dann hier einfach mal ab. Und dann machen wir daneben eine Produktionsstätte. Machen wir zwei Stück. Die uns jetzt Zahnräder produzieren. Und zwar schön hier. Ich denke, das sollte reichen. Ah. Oh. Dann kommst du dahin, bis da und da, und der kommt
weg und da kommt ein Teiler wieder hin. Ihr produziert mir hier Zahnräder. Und Teilerfließband, los geht's. So, jetzt haben wir da ein bisschen was. Dann müssen wir das Ganze jetzt in Knickarmroboter verwandeln. Dafür brauchen wir zwei von denen. Das ist nämlich jetzt ganz cool. Wer hätte das gedacht? Eisplatten, Zahnräder. Finde ich irgendwie gut. Eins. So. Kommen dann jetzt hier diese langen Roboter hin. Und dann kommen hier die Outputter hin. Und hier noch zwei Einspeiser. Ihr produziert mir Knickarmroboter. Und dann braucht ihr noch ein bisschen Strom. Machen wir das Ganze schön. So. Da fehlen noch Eisenplatten. Ich produziere ja gar nicht mehr so viel, ne? Die Eisenproduktion hat jetzt langsam was zu tun. So wie es aussieht. Ich glaube, da machen wir mal hier noch einen so einen schönen Splitter, der das Ganze dann nochmal vernünftig teilt. Dass das Ganze mal so aufgesplittet wird. Dass alle hier auch volle Möhre was zu tun haben. Genau, guck mal. Jetzt kommt das dann nämlich alles so schön dann noch reingespalten. Das war ein bösartiger Angriff. Alter, halten die viel aus. Wow. Das war gefährlich. Ich glaube, wir bringen die auch so langsam gegen uns auf, weil die einfach böse werden. Die mögen mich nicht. So, hier Eisenplatten sehe ich hier noch. Die mir noch fehlen. Dann brauchen wir da nämlich einen Splitter und einen Outputter da. Und Splitter. Zack. Und dann schieben die nämlich jetzt das dahin. Dann haben wir jetzt drei Materialien, die dahin geschoben werden müssen. Und ihr seht, es wird produziert. Höchst erfreulich. So, Freunde da unten, die mögen uns echt nicht. Was man so Freund nennt, ne? Gut, jetzt produzieren wir also die Teile. Die Knickarmroboter. Und dann bringen wir das Ganze jetzt noch zu Green Science.
Den hier. So, und die würde ich gerne direkt so hier dran pflanzen, dass die das hier richtig drauf packen. Dafür brauchen wir die Assembly Machines, dafür brauchen wir elektronische Schaltkreise. Die kann ich mal eben hier oben klauen. So. Und ich brauche Eisenplatten. Ist das heftig. So. Machen wir 3 Produktionsstätten davon. 3. Und dann können wir nämlich das Ganze hier mal so ein bisschen runterziehen. So, dann gehe ich mir da unten ein paar Fließbänder abholen. Ich produziere nicht mehr genügend Stone Gears, weil wir keinen Stone mehr haben. Der ist weggefarmt. Ja, dann müssen wir den jetzt von da oben abholen. Dann hätte ich gerne ein unterirdisches Fließband, das kann ich mir nicht leisten, weil mir Eisenplatten fehlen. Meine Güte, nee, ich verbrauche aber auch Materialien im Moment. Echt nicht mehr feierlich. So, dann produzieren wir jetzt zumindest wieder Stein. Genau. Dann produziere ich nämlich wieder ein paar Stone Gears und dann auch wieder Fließbänder, die wir dann jetzt hier gleich hochleiten müssen. So. Dürft ihr jetzt auch mal wieder ein bisschen was an Munition haben? Jawohl, einiges sogar. Jetzt haben die auch Kugelfeuerrate erforscht. Sehr, sehr schön. So. 1, 2, 3. Ach komm, machen wir direkt 4. Machen wir noch 1. Und dann brauche ich hier 5 von. Ich brauche eigentlich nur 4, aber egal. Haben wir einen auf Reserve. 1, 2, 3 und 4. Und dann kommt da einen hin und da einer hin. Und dann produziert Emmy jetzt Green Science. Und zwar alle. So. Schauen wir doch mal. Was kann ich denn mit Green Science dann jetzt mal machen? Könnte ich jetzt mal Upgraded Tools wieder erforschen. Eisenspitzhacke. Dann könnte ich eigentlich jetzt nochmal dieses Nest hier unten angreifen.
So. Sehr schön, das Nest ist weg. Hey, wir haben unser erstes Nest genutzt. Sehr gut. Und die produzieren hier jetzt schön Green Science und alle sind versorgt damit. Das ist echt sehr, sehr gut. Produzieren auch ausreichend, denke ich. Gut, dann machen wir hier bei der Episode auch wieder Schluss und ich sehe euch beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Kapo7.